Moin, moin. Ja, nachdem die letzte Folge so actionreich war, im Prinzip ist es eine Aufnahmesession. Einsatzalarm. Sturmschäden. Baum auf Straße. Postleitzahl 842. Schätzelein aufsitzen. Aus. Florian Hannover 3481. Und schon geht's wieder los. Mikrofon abgegeben. Kollege, aufsitzen! Ja, Kollege. Und warten wir mal. Ja, aufsitzen. So, danke. Sorry, dass ich dich so unsanft wecke, aber wir haben einen Einsatz. Ja. Die Kettensäge überlasse ich dir. Ja. Ja, sorry, dass ich dich unsanft geweckt werde. Du warst so ein bisschen im Kopf und ich habe einfach mal die Tröte schon mal angemacht. Ja, passt schon. Ja. Ach, da ist der Baum. Ja, das ist der Sind das Standardbaum. zwei? Ja, das sind. Gut, wir machen mal kurz Lagemeldung. Zwei Bäume auf eine Stelle. Guten Flug. Einmal Lagemeldung von 3481. Ein Baum auf der Straße wird beseitigt von Angriffstrupp. Oh, sind wirklich zwei. Ja, sicher. Man muss doch zwei fällen. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich eine Kettensäge, dann kann ich mithelfen. Ah, scheiße, wir haben ja nur eine Kettensäge. Ja, Kollege, dann müssen sie halt beide machen. Ja, ist gut. Ja, doppelte Arbeit, ist halt Sturmschaden. Einen haben wir schon mal, gucken, ob der hier noch weggeht. Warte, Ne, jetzt. Doch. ja, der ist weg. 100%, boah. Geiler Scheiß. Nochmal zweimal 100%, nochmal 100%, dreimal. Sie schaffen das. Sie schaffen das. Bist du Status 4? Natürlich bin ich Status 4. Gut so. Warum sollte ich nicht Status 4 sein? Ich dachte, du bist auf Status 5 gehockt. Nee, ich war erst Status 5, bin dann auf Status 4. Jo. So wie man's macht unter Profis.
Feierabend. Mach mal hier die Damage schon weg. Was? Achso. Ja, weiter. Ich mach noch hinten die Luke zu, hab ich überhaupt vergessen. Warte, ich muss die Luke nachstellen. Ja, ich wollte die nur so hinstellen, dass du dran kommst. Nee, das geht nicht, die geht trotzdem wieder auf. Das ist ja, dann geh an die Seite und rück den G-Muskel. Ja, hab ich schon gemacht jetzt. Gut. Gut, eigentlich jetzt. Juhu, ein schöner 360, oder? Übrigens, unsere Klappe ist noch auf. Mach mal eine Feuerwehr zu. Ich glaube, dafür müssen aber alle aussteigen. Warte, ich steig auch mal kurz. Nee, raus. Brauchst nicht. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Bleib doch sitzen. Bleib doch sitzen, Kollege. Ich habe das gesehen, dass sie ausgestiegen sind. Böser Finger, böser nein, Finger. Nein, 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 ich doch nicht. Na. Ich degradiere sie gleich wieder in die Toy. Oh oh. Ja, alles gut, passt schon. Oh, 40 Bürger, jetzt geht's los. Eieiei. Ja, kann man machen, oder? Das heißt, wir haben gleich ein B5 und dann mein Gespräch findet nicht statt und gut ist. Ja. Beschwerde wurde bearbeitet, wohl abgelehnt. Ja. Reichst du mir auch mal so eine Energy rüber? Ich bin ein bisschen unterzuckert. Ja. Danke. Okay. Wohin? Achso, wir sind schon an der Wache. Danke. Ja, ja, ist okay. Drückst du Status 2, wenn du da getrunken hast? Ja, mache ich. Habe ich überhaupt Status 1 gedrückt? Ah, passt schon. Ich habe die Leitstelle hat nicht mal die geantwortet. Ich habe keine Lagemeldung gemacht, weil Leitstelle hat nicht geantwortet. Ja, bei Baum auf Straße weiß ich ja nicht, ob man da auch unbedingt Lagemeldung macht. Ja, natürlich! Ist eigentlich immer der gleiche Scheiß, den du sagst. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Tank ist voll, ist ausgerüstet. Guck ich mal auf meine Uhr, bin ich unterzuckert? Naja, passt noch, aber ich esse trotzdem weiter. Nee, ich weiß nicht, ich hab noch genug. Ich hab noch 3 Pizzen, 10 Sandwiches. So, denn Energy, den muss ich mal da runterschieben, sonst haben wir gleich Energy und Hupe. So, ja. jetzt müssen wir mal gucken, wo die Kollegen sind. Hier ist nur, glaube ich, gar keiner, die sind alle oben. Bett ist keiner. Hab gesagt, hier ist keiner. Ja, ich will ja auch nach oben, Schätzlein. Warte, ich guck mal auf GPS, hier ist keiner. Kannst ruhig mitkommen. So. Okay, ist gut gefüllt, sehr schön. Das gefällt mir. Ah, da wollte ich gar nicht rein.
Eieieiei. Gut. Da ist der Kollege. Ich hab gedacht, sie kommen mit nach oben. Ach so, ja. Weil wir waren jetzt oben in, ich war jetzt oben in der Cafeteria, da haben wir Speck, da haben wir Pizza, da haben wir Käse, da haben wir Energy Drink. Haben wir wirklich? Ja, sicher. Oh, okay. Ja, in Abfahrt. Gut, Abfahrt, komm. Bevor der nächste Einsatz kommt. Aber ist auch kein EW mehr eingetragen. Ich weiß ja nicht mal, ob der denn überhaupt noch da ist. Ich habe keine Ahnung. So, einmal rechts. Wollten die sich dann treffen mit dir? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. So, jetzt Attacke. Sind die sportlich? Ja. Vorsicht, Tür. Vorsicht, Tür. Vorsicht, Tür. Vorsicht, Tür. Ah, wollte schon sagen, ich bin zu schnell für sie. So, hier ist der Rettungskorb. Und wenn Sie Hunger haben, greifen Sie hier zu. Natürlich. Oha. Naja. Deswegen verstehe ich nicht, warum Sie sich immer Energies kaufen. Ich wollte es nur gesagt haben. Also ist gut. Ja. Das wird hier regelmäßig aufgefüllt von der Belegschaft. Deswegen. Gut. Unten haben wir dann, unter uns ist ja die Halle. Wo wir AGTs umso bekommen, da ist auch immer Wasser oder Pizza drin. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber hier oben, das ist halt unser Aufenthaltsraum. Mhm. Mhm. Hier können wir auch Fernseh gucken. Geht das? Mhm. Ja. Man kann hier quasi Fernseh gucken auf dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob das der Fernseher ist oder ob das der andere Fernseher ist. Aber einer von beiden, da kann man Fernseh gucken. Nee, der funktioniert nicht. Okay, dann ist es der andere. Achtung, hier der Stromkasten, der kriegt nur öfters mal eine gewischt. Warst du hier oben schon? Jojo. Ja, das ist hier Fußball, so ein Gedöns. Ja. Ist halt schön. Wäre geil, wenn die Rutschen funktionieren würden, oder? Ja, das ist richtig. Das hat ich. Das Schöne ist, wenn man die. Warst du hier schon mal in den Schlafräumen? Ja. Okay, dann können wir direkt hier wieder runtersprinten. Oh. Ah, hier ist zum Beispiel die Dachterrasse. Dachterrasse? Jetzt kommst du da nicht mehr raus, glaube ich. Ey, lass es doch. Ich hätte doch alles funktioniert. Ach, oh, schade. Gut, dann ist es eine Tasche. Dann war es oben, aber ist ja egal. Das war ganz oben. Oh. So, boom, aua, aua, aua. So.
Seid ihr unter Männergesprächen oder darf man sich dazustellen? Herr Sauerstein, wenn Sie eine Frau sind, dann dürfen Sie es nicht dazustellen. Okay, dann darf ich mich auch dazustellen. Ja, würde ich mal. Deswegen heiße ich Sauersteini. Achso. Ach, wussten Sie nicht? Deswegen trage ich immer nur die enge Kleidung hier bei der BF. Sag mal, Tempest. Ja. Willst du mir einen Gefallen tun? Nein. Mach mal bitte mit Sauerstein den Matschi fertig. Da hat er mit Meier mit angefangen, aber er muss wohl noch die Prüfung dazu machen. Ja, wie soll ich dann weitermachen? Ja, machst ein Ding von 5 Minuten draus. Der fährt die ganze Zeit schon alleine seit 2 Wochen. Seit 3 Wochen auch wohl. Dann kommen Sie mal mit. Ich bin kurz powernappen. Jo, alles gut. Dann erzählen Sie mir bitte einmal Ihren letzten Stand. Also, mein letzter Stand ist, es gibt 3 HLFs, den ABC, HLF1, HLF2, HLF3. Ich glaube, beim HLF1 sind 6 Sitzplätze und so weiter und so fort. Da gibt es dann mehrere Einrüstungen drauf. Oh, warum ist da ein Kratzer dran? Geil. War ich das schon wieder? Nee, egal. Na gut. Zahle ich gleich. Den ganzen Maschi kann ich Ihnen nicht ausstellen. Das ist immer noch die Aufgabe von Meier. Was ich Ihnen ausstellen kann, ist den Einzelmaschinisten erstmal fürs HLF. Wenn das für Sie so in Ordnung ist. Ich sag mal so, immer dieses Nachgefrage darf HLF fahren. Ich sag mal so, ich weiß, wie es geht. Es ist halt, ich muss mich korrekt verhalten. Mhm. Gut, ja, an sich brauche ich da nicht großartig was erklären, ne? Sie wissen, wie die Pumpe funktioniert. Sie wissen, wie man Blaulicht und so weiter anmacht. Sie wissen, wie man dieses Scheißteil fährt. Ja, eigentlich schon. Haben Sie irgendwelche allgemeinen Fragen zu diesem Auto? Warum? Oder zu irgendwelchen unserer Autos, die Sie irgendwann als Maschinist mal fahren werden? Ja, warum ist der HLF1 ein MAN und alle anderen Mercedes? Gute Frage, nächste Frage. Ich frage nur, weil Sie gesagt haben, ob ich Fragen habe. Ja, ich kann Ihnen die Frage leider nicht beantworten. Okay. Das weiß ich selber nicht. Okay. Weil der MAN, das sehe ich immer noch so als Schülerfahrzeug, weil der nicht so schnell ist wie die Mercedes-Dinger. Die sind schneller. Ja, die haben dafür aber auch Scheißbremsen. Finde ich nicht. Also ich finde den 2er und 3er bremsen sich besser als der 1er. Kann man sich drüber streiten. Okay, ich war auch mal in der Drifting-Schule in Frankfurt. Da habe ich Driften gelernt, deswegen bremse ich quasi mit der Handbremse. Einen Augenblick. Ja, hallo? Ja. Ja, das ist richtig. Ja, da war beteiligt einmal. Mikrofon muted. Ach schön, läuft er doch weiter. Gut, du Mikrofon weißt, activated. Wie du auch ein GWL zu bedienen hast, um den Container drauf zu kriegen. Ja, eigentlich schon. Liegt dran, welche Container ihr habt. Es gibt einmal den Cargo-Lader, den Top-Lader oder es gibt die anderen. Ja. Habt ihr nur den Top-Lader? Wir haben nur den einen, richtig. Okay, dann müsste ich es eigentlich hinbekommen. Das klingt super, gut. Ich sag mal so, ich musste ja, als ich Autos Kock und Söhne hatte, ja auch immer... ich hatte ja auch da einen Rollcontainer, den haben sie mir aber geklaut. Ja. sonst kommen sie einfach nochmal drauf zu, wenn sie es gerade mal nicht wissen, dann lasse ich ihnen das zukommen per Mail. Ja, kriegen wir hin. Gut. Da sie tatsächlich ja eigentlich, wie sich's herausgestellt hat, das meiste schon wissen, gebe ich Ihnen hiermit jetzt einmal die Bescheinigung. Dankeschön. Kein Problem. Gut, dann abtreten. Wohin? Okay, danke. Fahrzeug auffüllen. Ja, okay. Ja. So. Sind die da? Sehr schön. So, was ist? Ich bin jetzt Maschi. Wie hast du das geschafft? Ja, Schulung gerade. Richtige Schulung. Was jetzt, ne? Mit deiner Abmahnung? Oder mit das da?
Ich habe gerade mit dem Herrn Kempis eben schnell HLF Maschi gemacht. Er sagt, ich weiß alles gut. Jetzt, dann bin ich gleich unser Maschi. Ja, das ist Schnellverfahren hier. Ja, kann man machen, oder? Nee, ist noch nicht eingetragen. Das ist der vorläufige Maschi und Herr Meier macht dann den Rest. So. Aber im Prinzip fahre ich seit 3 Wochen alleine den HLF. Tagtäglich, so. Also. Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, ob der Greuel und der Herr Bach noch da sind, wegen dem Gespräch, weil eigentlich war. Einsätze gehen halt vor. Jo. Bach ist, glaube ich, noch gar nicht im Dienst. Ja. Keine Ahnung. Ah, das ist doch gut. Dann brauche ich. Dann. Jetzt ist natürlich die Frage: Gehe ich da morgen Abend zur Maschi-Schulung? Wann ist denn die morgen Abend? Ich meine um 20 Uhr, ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ich nachgucken. Nee, morgen Abend ist eine Grundversammlung. Eine ganz normale Besprechung. Oder so, ja, müssen wir gucken. Aber ich denke mal, die werden an mir festhalten, weil im Prinzip, gucken sie mal. Ich bin jetzt schon wieder seit 2,5 Stunden im Dienst, habe 3 Einsätze mitgemacht. Eigentlich waren das ja 2 große, oder? Jo. DLK und Brand. Plus diesen kleinen Baum. Hast du Feiernetzugang? Jo. Und trägst du den Einsatz mal ein mit dem Baum? Ach, mit dem Baum, jo. Weil ich habe zwar einen Zugang, aber der funktioniert bei mir nicht. DLK und Brand hat gerade die Leitstelle, glaube ich, gemacht bei uns. Oh, du bist der Beste. Dann kann ich nämlich am Wochenende die Prüfung machen oder so. Dann habe ich meinen Brandmeister, habe ich meinen Maschi oder die Hälfte vom Maschi und den Rest Maschi mache ich dann irgendwann. Na, ganz ehrlich. Gut. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Geld machen soll, ey. Ich verschenke heute Abend noch Geld. Jetzt die Frage. Jetzt macht es eigentlich einen Sinn, im Dienst zu bleiben, weil jetzt kommen die großen Einsätze. Weil eigentlich müsste ich mit meinen beiden Autos... Fahr du jetzt schnell. Nee, dann muss ich außer Dienst gehen und in 5 Minuten gibt's Geld. So. Bei meinen 2 Millionen, die ich habe auf dem Konto. Ich bin ja so arm. Ja, richtig. Nee, alles gut. Nee, ich bleib erstmal. Ich sag mal so, ich habe 3 Autos mit TÜV. Die anderen beiden, okay. Gut. Wenn ich damit halt angehalten werde, dann sag ich Papiere verloren oder so. So. Oh, da kommt eine DLK. Ich glaube, wir sollten mal zur Seite, weil die stellen sich hier hin. Eigentlich steht er hier. Warum stellt er sich nach da hinten hin? Okay. Das verstehe ich nicht, aber ist okay. Sauerstein! Ja, gehorsam zur Meldung! Sehr schön. Herr Sauerstein. Ja, sollen wir nach oben ins Büro gehen? Nee, brauchen wir nicht. Gut. Ich hatte ja gestern kurz Sie mal gefragt, wie es Ihnen hier so gefällt, ne? Ja. Da haben Sie ja gesagt, es macht Ihnen Spaß und es gefällt Ihnen. Richtig. Sonst wäre ich heute dann nicht 2,5 Stunden im Einsatz gewesen. Genau. Würden Sie uns kurz sprechen lassen? Ja, guten Tag, sorry. Abgehoben. Noch so ein Blauhaar? Oh. So, pass auf. Soll ich kurz Status 6 gehen vom HLF? Nein, nicht okay. Möglich. Okay. Genau, Sie haben ja gesagt, gefällt Ihnen gut, macht Ihnen Spaß. Mhm. Sie haben jetzt den Maschinisten hergegangen und deswegen wollen wir Ihnen jetzt herzlich gratulieren zum Brandmeister.
Oh, ich bedanke mich. Ja, sehr gerne. Haben Sie sich auch verdient. Ich sag mal so, ich tue mein Bestes für Hannover. So, dann kriegen Sie jetzt noch dementsprechend hier Beförderung. Sehr schön. Ich bedanke mich. Ja, dann machen Sie weiter so, ne? Weil Sie sind ja durchaus lernfähig. Jetzt bin ich ja Brandmeister. Eine andere Sache. Was ist mit dem Kollegen, der mit mir ins Gespräch will? Was hat das auf sich? Der Herr Bach und der Herr Greuel. Ja, das ist ein normales Personalgespräch. Okay, also nicht... Ne, um nichts, ein paar Punkte anzusprechen. Nein, es wird auf jeden Fall keine Kündigung, weil sonst hätte ich sie jetzt nicht befördert. Ah, man kann auch Leute befördern und dann kündigen. Ja, aber so asozial sind wir auch nicht. Ja, sie sind gute Leute, gut. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Sollte der Herr Greuel und der Herr Bach da sein, können wir es eben machen. Der Herr Bach wird scheinbar heute nicht kommen. Okay. Aber ich weiß ja nicht, ob der andere, wir haben ja noch andere kompetente Leute, oder muss der Greuel dabei, der Bach dabei sein? Und der Herr Bach ist ja die Abteilungsleitung, oder? Ja. Okay, ich weiß gut. Tatsächlich gar nicht mal, was der Herr Bach überhaupt von Ihnen möchte. Ich weiß nicht, was du das denn bist? Nö. Ja, vielleicht wegen der Aktion beim ADAC, da habe ich es aber mit der Polizei und mit dem Kollegen, der da war, vor Ort eigentlich geregelt. Und da war es auch eigentlich gegessen. Da ging es eigentlich nur darum, ich habe ein Auto angerempelt, der Kollege hat gesagt, ich soll mich vernünftig behalten, er ist mein Vorgesetzter, auch wenn ich nicht im Dienst bin, was ich ein bisschen kritisch finde, aber ich akzeptiere es mal. Mhm. Und gut ist. Dann habe ich mit der Polizei gesprochen, irgendwann hat der Kollege dann gesagt, ich brauche nicht mehr bezahlen, bin abgerückt, bin in den Dienst fertig. Das ist die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte. Aber gut. Okay. Ja, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wie gesagt, ich weiß von nichts. Okay. Bin gar nicht mehr in der Leitstelle, Scheiße. Genau. Falls da noch irgendwas ist, gerne auf uns zukommen. Aber ansonsten, wie gesagt, machen Sie Ihre Arbeit bisher. Aber ich habe noch eine andere Frage, Herr Sauerstein. Mhm. Wo haben Sie Ihr Pikachu-Auto her? Das gab es letztes Jahr in Frankfurt. Da waren die Engel da. Ah, okay. Das ist ja süß, das Ding. Auch dahin die Kokette, dahin der Maserati, der da steht, war von den Engeln. Ah, okay. Ja, interessant. Brauchen Sie eins? Ich habe noch 4 Stück. Von den Pikachu-Autos? Ja, die habe ich alle geschenkt bekommen, weil die keiner haben will. Ich verkaufe die jetzt nach und nach für 15.000, macht damit mein Geld. Ja, klar. Also ich würde tatsächlich einen nehmen, aber einfach nur just for fun. Sie können auch den ich jetzt habe, mit TÜV nehmen. Ja, ich müsste mal gucken. Ich habe da so einige Spielzeuge, die interessant sind. Das geilste ist der Strandbuggy. Ja, den habe ich, glaube ich, mal mit importiert von vor meiner Zeit. Greuel, hast du mal was zu fressen? Warte, ich hab genug. Was wollen Sie denn? Ja, alles gut, ich habe auch was. Kriegst auch das hier im Gegenzug. Eine Weste FF? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es dem Falschen gegeben habe, aber ist egal. Ja, hast du. Okay, dann guten Appetit. Naja, wir haben ja oben gut aufgefüllt. Oh, sorry. Jetzt bin ich Brandmeister, werde erstmal verprügelt. Schön. Aber ist okay, ich guck mal eben. Wo ist denn Ihre Brille hin? Nee, ich hab nur eine Brille und ist okay. Naja, alles gut, ich sehe sie so besser. Greuel, gibst du mir jetzt auch was zu phrasen weiter, oder? Ich habe dir extra den Pizza gegeben, dass du den Kollegen das geben kannst. Meine ja, Uhr ich bin dabei. Schon. Ich bin bei 3. Bei 3, Greuel. Hä? Jetzt ist er tot. Rufst du in RTW an? Wir brauchen einmal... soll ich mal einmal kurz melden? Nein, hab ich verarscht, alles gut. Ja. Ich hätte jetzt einen Notfall ausgerufen. Tschüss, das Stück ist größer als mein Kopf. Ja, das heißt aber eigentlich, dass sie viel im Kopf haben, das ist doch gut. Hunter? Ja, Schätzchen. Ich hab ja Dashcam-Aufnahmen.
So, Herr Kollege. Ja. Sind Sie da? Okay. Kannst du sie mir zeigen im Call? Gesundheit. Kann ich machen. Ja, dann lass uns das mal so machen. Okay, warte. Also es ist jetzt nicht so schlimmes Zeug. Warte, kann ich das über einen privaten Anruf machen? Ja, bitte. Ey, ich störe euch mal gerade nicht. Okay. Na? Ich fahre jetzt mit euch. Sehr schön. Brandmelder meldet sich zum Dienst. Ah, sehr schön. Na dann. Ich habe gerade mal eben mein Maschi gemacht, innerhalb von 3 Minuten. Da kam die an, ja, wir haben ihren Brandmeister. Okay. Schön. Ja, alles gut. Dann mache ich demnächst nochmal das Gespräch mit dem Herrn Keul und dann ist es auch durch. Herr Bach. Herrn Bach und der Keul. Ja, die wollen beide dabei sein. Der Keul irgendwie als Berater und der Herr Bach als Gesprächspartner. Genau, der Herr Greul ist Personalrat, sowas wie der Betriebsrat. Da das ein Personalgespräch ist, haben sie da das Anrecht drauf. Ja. Nun gut. Jo, denke mal, das Fahrzeug ist ja soweit klar, ne? Ja, klar, auf Sicht. Ja. Jetzt müssen wir mal darüber sprechen. Hinten haben wir jetzt 5 Flaschen. Ja. Das finde ich ein bisschen wenig. Kann man eine Reihe AGTs rausmachen und eine zweite Reihe Flaschen reinpacken? Ja. Weil das Ding ist, wir hatten ja vorhin den Brand und wir haben 5 Flaschen verbraucht und der hätten dann die DLK gemusst. Mhm. Muss man halt mal besprechen. Dann nehmen wir jetzt mal an, wir rücken mit 4 Leuten aus. Jeder nimmt, ich habe 900 Bar einfach mal so weggeschnüffelt. Ich fahre. Dann mache ich unseren Maschi auf unseren Wagen, weil der Kollege hat kein Maschi. Das ist mit dem Doktor von hier. Ja. Machst du Maschi, ich mach den Zugführer und der Kollege war Angriff. Läuft doch, dann haben wir einen schönen Zug. Ja, gut. Einsatzalarm. Kleinstbrand, Karren in Vollbrand. Lage unklar, Postleitzahl 287, es rücken aus. Florian Hannover 348. Warten wir auf den Kollegen, der stellt rechts neben dem Fahrzeug. Komm, Tür geht zu. Warten wir auf den Kollegen? Nee, fahren wir fahren. Okay, gut. Abfahrt. Muss ich als Maschinisten Status 3 setzen? Das macht immer der Fahrzeugführer. Punkten. Du mach ein Fahren, du mach jetzt gleich auch Feuer aus. Ich mach ein Fahren, ich mach ein Funken. Gut, dann machen wir Status 3. Ja, hab ich doch schon alles gemacht. Darum kümmert alles sich der Fahrzeugführer. Achso, gut, dann fahr du ich als, einfach. Du als Fahrer kümmerst dich, dass die Karre hinkommt, dass die Karre heil hin und zurückkommt und die Mannschaft im Gerät vollständig drin ist. Und gleich vor Ort kümmerst du dich auch gleich um Angriffsdruck. Ja, kriegen wir. Ich hab noch eine Flasche mit 300 Bar. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich wieder Spaß. Weil was für ein Karren ist das? Ein LKW? Mal Rückfrage. Das kann ja alles sein. Hier Florian Hannover 348-1, gesetzt 1-1, 2 AGT. Frage, brennt Karre im Vollbrand unklar? Das ist so ein bisschen komisch. Gibt es da weitere Infos? Kommen. Ja, verstanden. Frage ist, sind die Latzen auch mit alarmiert? Negativ verlassen aktuell nur mit einem Haar, der aktiv ist. Korrektur mit einer DLK. Ja, verstanden. Zieh doch mal bei denen den Melder, die sind doch da oben. Das ist doch deren Einsatzbereich mit. Steht aktuell hier bei uns auf dem Gelände. Ja, mal deren Feuerwehrmelder. Schreibst du das den mal drauf und wenn da was ist, dann fahren sie auch schnell. Meine Güte.
Oh, ich stelle ihn mal hier auf der Autobahn das Gedudel aus. Ja, Larsen gerade nicht. Ach, geil. Ja, verstanden. Ja, war da einer? Ich fahr mal zurück, ja, ich glaube schon. Den habe ich nicht gesehen. Mann. Na, fahr mal weiter. Okay. Na, ich habe den nicht gesehen. Ja, alles gut. Wenn das einer von uns gewesen wäre, der mit dem Motorrad nachkommt, möchte ich nicht der Erste sein, der dann wieder degradiert wird. Nee, alles gut. Das habt ihr auch nicht gesehen. Was macht man? Macht man jetzt die 2 oder die 3? Das ist immer so ganz immer die Überlassenheit von den Leuten, die sitzen. Wir haben ja einen Fußtaster und also mein Platz hat einen Fußtaster, wo ich dann das Brennstoff mit dran machen kann. Mhm. In so einem HLF und deswegen, du konzentrierst dich einfach aufs Fahren und nicht aufs Tröten. Ja, ich habe Pepperoni gegessen. Ich tröte auch so, aber. Ja. Deswegen haben wir Masken dabei. Ist gut. Aber die Baustelle hier, die riecht mich so auf. Aber zum Glück haben wir dann eine extra Spur bekommen, die wir fahren können. Boah, ich bin richtig froh, dass ich das Auto ausverkauft habe, ey. Wo kommt er her? Okay. Ich habe kurzzeitig einen Geisterfahrer gesehen. Ein bisschen runter? Ja, ich weiß. Ich hoffe mal, der hält an. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich richtig Spaß. Ich verstehe nicht, warum Hemming nicht besetzt ist. Ja, das wird vielleicht auch bald, das Problem wird wahrscheinlich auch bald gelöst sein. Ich sehe bis jetzt nichts. Ich schon. Ach da! Okay, gut. Dann ja, stellen wir uns hin. Können wir uns hier abstellen? Zieh mal weiter vor. Zieh mal weiter vor. Wenn wir ein Schloch haben. Das ist gut. Weiter nach rechts. Und da rüstest du dich mal aus und gehst direkt mal unter PA vor, ja? Jo. So. Atme. Ja. Helm. Schlauch. Meldung von der Einsatzstelle, PKW im Vollbrand, keiner weiteren Kräfte, ein Mann unter PA vor. Das hat die Leitstelle so verstanden, Ende.
Ich würde mal sagen, Feuer aus. Ich melde mich nochmal bei dir. Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ja. Möchtest du nochmal Nachlöscharbeiten? Hältst du nochmal? Nee, ich hätte lieber was für meine aktive Blutung. Was hast du? Im Kopf. Der Kopf ist, ich weiß nicht, wo ich mich geprellt habe, aber okay. Aber ja, ich würde... Warte, willst du versorgen war, danach gehst du nochmal bitte mit Zumischer dran, ja? Ja, ich habe den Zumischer eigentlich schon dran, ganze Zeit. Ja, ja, gehst du nochmal dran, legst dann nochmal richtig schön Schaum drüber. Ja, muss, richtig. Ja, sorry, ich weiß nicht, warum ich mich verletzt habe am Kopf. Also... Passiert mal, kann man nicht ändern. Unter PA gleich vor? Nochmal? Ja, nee, kannst du erstmal ablassen. Gut. Dann schreibe ich schnell mal den Bericht. Ja, ich gehe nochmal vor. Wo sind wir denn hier? Hier ist die Straße. So, dann schauen wir mal, wo die Wärmebildkamera ist. So. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Ey. Oh. Gut, und wie sieht's aus? Einmal kontrollierbar, Wärmebildkamera, Feuer aus, sind 15 Grad bis 10 Grad, am wärmsten Punkt 20 Grad. Ich denke aber, ist aus.
Okay. Ja, komm mal, mach mal Bewegung, da steht ein Auto von mir. Ja. Meldest du mal kurz, dass mein Fahrzeug stehen bleibt? Sag mal, wenn die mein Fahrzeug abschleppen, dann drehe ich am Rad, ne? Und meins auch. Ja, Barbaros, genau, das. Na, bam. Und mein Maserati, mein roter, der steht da auch noch. Und die anderen, der Maserati, der rote, der Golf, der Skoda, die können doch nicht einfach da die Autos abschleppen. Ja, aber das sind doch auch die Autos vom Bach, das sind meine und die. Da muss ich erstmal wieder zu den Affen da hinfahren, dass sie das. Aber eigentlich ist das vorteilhaft, wenn mein Auto. Ja, warte kurz, dann sollen die warten, bis ich da bin, damit ich die Autos. Da fahre ich jetzt weiter mit Blau. Ist okay. Ich habe uns noch nicht auf Status 1 gesetzt. Mal hacken das. Okay. Ja, ich fahre jetzt mit 160. Oh, da habe ich gerade aber ein bisschen Schock bekommen, ey. Also ganz ehrlich, was die ADAC schon wieder, die haben Langeweile, oder? Die 2, oder willst du die Abkürzung nehmen? Fahr jetzt einfach, dass wir schnell genug da sind. Okay, gut. Geil. Ich lauf ihn einfach mal hinterher. Mir geht's gut. Ja, mir auch. Wollen Sie kurz weiterfahren? Ja. Gut, ich sitze. Hab ich schon vorhin gemerkt, dass Sie ganz schöne Kopfschmerzen haben. Ja, ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen und irgendwann war ich in der zweiten Dimension. Musste eben tatsächlich kurz lachen, ne? Echt? Ja, wie Sie da die James Bond-mäßig rausgesprungen sind. Verlass das Schiff. Nee, ich habe gelernt, wenn man aus dem Fahrzeug springt, dann landet man wieder auf der ersten Dimension. Haben Sie ja gesehen. Weil wenn man im Auto drin sitzen bleibt, dann wird man verletzt. Hm? Ich glaube, die ADAC macht zu viel Action, deswegen habe ich Kopfschmerzen.
Aber ihnen geht's gut? Das ist gut. Okay, ich lasse mich gleich von der BR verarzten. Bin mal gespannt, wer das veranlasst hat mit den Autos. Wahrscheinlich. Aber wo soll ich denn sonst parken? Ja, alles gut. Das sollst du ja da parken. Aber der kann ja nicht mitten im Dienstbetrieb das abschleppen lassen. Der hätte ja zumindest mal Bescheid sagen sollen. Ich muss mal echt auf die Finger hauen. Ah, mein Auto ist weg. Okay, gut. Ja, geil. Mein Auto ist auch weg. Ja... Packst du mein Auto an, mach ich dich kalt. So, mein Auto ist auch weg. Kollege, mein Auto ist weg. Also ganz ehrlich. Jungs. Ich glaube, habt ihr die zurück in der Garage gesetzt oder bei euch in den Abschlepphof? Abschlepphof. Ja, die Rechnung zahlt ihr. Wieso das denn? Ja, ganz ehrlich, wir dürfen hier rechtmäßig parken, weil wir im Dienst sind. Wir haben gerade mit eurer Leitstelle oder mit denen da drüben geredet und die meinten, alle Fahrzeuge bis auf der Unimog sollen abgeschleppt werden, weil sie nicht wissen, wer der Fahrzeughalter von denen ist. Ja, ich habe denen gesagt, das ist mein Fahrzeug. Ey, ich kündige gleich hier, wenn der dumm weiter seinen Dienst macht. Von den beiden Fahrzeugen einen von euch? Ja, das ist meiner. Falls den einen nicht macht, halt. Ja, und meiner ist nämlich weg. Und den will ich. Den kannst du dir auch wiederholen. Nee, den hole ich mir nicht wieder. Den bringt ihr schon wieder. Es ist meiner. Könnt ihr mir den wiederbringen? Weil ganz ehrlich, ich hol den nicht ab. Ihr habt den abgesteppt ohne Grund. Ich hab den Einsatz von meiner Leitstelle bekommen. Ja, das ist mir scheißegal. Das geht auf eure Kappe. Nee. Doch, natürlich geht das auf eure Kappe. Nein, geht's nicht auf, das geht ja, nicht natürlich, auf meine Kappe. Natürlich. Nein. Du zahlst die 2000. Ich zahl dir gar nichts. Ja, sicher. Dann verschwindet hier. Ja, oh. Ja. Guckt, dass sie Land gewinnt. Tschüss. Tschüss. Ah, die hauen ab. Ja, ganz ehrlich, es geht doch nicht. Na, was ist jetzt eigentlich mit deiner Abmahnung gewesen? Ja, im Gespräch kommt noch, aber alles gut, passt schon. Nee, das Ding ist. Was hast du wieder eingestellt? Nee, nix hab ich angestellt. Alles gut. Nur mein Auto ist weg, von vielen Kollegen ist das Auto auch weg, weil die Leitstelle gesagt hat, ja. Alle abschleppen. Ja. Ey, ich sehe das nicht ein. Jetzt soll ich gleich da auch dafür bezahlen, dass ich hier regulär geparkt habe. Also ja. Ich wurde vom ADAC, ich musste nicht bezahlen, weil ich abgeschleppt wurde. Nee, aber du musst trotzdem die Gebühren dann wieder bezahlen. Richtig, und das sehe ich nicht ein. Muss ich nicht, aber egal. Warum das denn? Also ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Das ist auf der Straße, sehe ich gerade. Ja, weil ich komme jetzt auch nicht, ich habe kein Auto hier, ich komme nicht weg. Oh, nee. Jetzt habe ich auch noch Stress mit dem ADAC. Eigentlich wollte ich entspannt arbeiten heute. Ich würde auch heute schon von einem ADACler verletzt. Dieser Bannenspar. Achso, RTW hier, mach mal meine aktive Blutung weg, bitte. Oha, sehr gern. Ja, und mein Arm ist auch gelähmt. Ich bräuchte ein bisschen mehr wahrscheinlich. Huch, huch. Ja. Sie wollen ja was zu tun haben, oder? Naja, nicht mit meinen Arbeitskollegen, sag ich dir offen ehrlich. Ja, wir haben da oben einen Brand gelöscht. Ja, dann setz dich mal hin am besten. Ich setz mich hin. Und nicht aufregen. Ich komm mal runter zu ihnen. Ja, wir waren mitten im Löscheinsatz und auf einmal hieß es ja, ADAC schleppt ab. Geil, oder? Mhm. Und ich hatte meinen Maserati hier stehen. Okay, wenn er jetzt abgesteppt ist, dann kann ich direkt den TÜV machen. Haben wir unten eine Garage, wo wir Privatautos abholen können?
Keine Ahnung. Ja, hier um die Ecke ist eine Garage. Dann hätte ich ja quasi beide Fahrzeuge fertig. Ich bin leider noch viel zu neu hier, um das zu wissen. Ne, hier rechts um die Ecke ist eine Garage. Okay. Dann würde ich da mein zweites Fahrzeug ausladen, weil der Maserati brauche TÜV. Dann habe ich das schon mal da. Dann habe ich mir die Anfahrt schon gespart. Du bist einfach so ein Geldscheiß, ohne Spaß. Ich hasse dich manchmal. In die Sprache. Ich sag mal so. Den Maserati gehen auch. Mhm. Ne, den Maserati, den haben wir letztes Jahr im Adventskalender in Frankfurt bekommen. Aha. Ja, und den, deswegen alles gut. Trotzdem? Was ist denn hier passiert? Ja, wir sind gerade nach Hause gefahren, zu BF, und ich bin durch die zweite Dimension gefallen. Wow. Ja, dann bin ich aus dem Fahrzeug gesprungen, in dem freien Fall. Und dann sind wir halt, der Kollege, ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, der ist mit mir halt rausgeflogen, und dann sind wir halt auf der Autobahn wieder wach geworden, und ja. Okay. Hat jemand in den Rasen gesehen? Heute schon, aber jetzt gerade. Ja, der ist da in diesen, wie nennt man das, diesen Besprechungsraum da gleich beim Eingang. Hab ich ja gerade nicht gesehen. Campist? Der ist in Uniform, der ist in Uniform. Ja. Kurze Frage, wie gehen wir mit den Autos um? Es waren ja 4 oder 5 Dienstfahrzeuge, die abgestellt worden sind, die eigentlich von Leuten gehören, die hier im Dienst sind. Jetzt habe ich kein Auto hier. Wie komme ich weg? Weil der, ja, wenn du außer Dienst gehst, fahre ich dich einmal schnell. Das Ding ist, wir haben gerade immer alles abschleppen lassen, weil wir seit Wochen hier in Autos ohne Ende stehen haben und gefühlt keins davon sich irgendwann mal bewegt. Doch, meins hat sich bewegt heute. Ja, warum? Nur leider konnte ich halt eben nicht sagen, was ihr ist. Ja, warum guckt der ADAC nicht in ihren Listen nach? Weiß ich nicht. Weil die können doch feststellen, ich habe bei den Autos letzten 2 Tage TÜV gemacht. Eigentlich müssten sie es erkennen, aber ist okay. Kann ich nicht sagen. Okay, dann würde ich jetzt... Hier links ist ja noch eine Garage, da würde ich mein zweites Auto ausparken, dann komme ich hier auch weg. Ja, dann machen Sie das. Ich habe ja 6 Autos. Ich bin jetzt auch schon wieder seit 3 Stunden im Dienst, ey. Ja, gut. Das ist doch gut. Ja, danke schön für die Beförderung. Ich denke mal, ich komme dann morgen wieder zur Besprechung. Jetzt die Frage, muss ich jetzt morgen... Oder wann war das, die Maschinenschulung, Donnerstag oder so? Muss ich die noch dran teilnehmen? Nein. Gut, weil ich hatte mich nämlich für morgen Abend für den RTW nämlich auch eingetragen, dass ich da mitmache, dass ich da nochmal drauf geschult werde, weil das ja eine explizite Schulung ist. Ja. Dann würde ich nämlich morgen dann nochmal mitmachen und dann erstmal arbeiten. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann würde ich mich jetzt außer Dienst melden. Ich habe den kleinen Melder habe ich mit, falls B3 oder B4 kommt. Aber ich versuche mich jetzt nicht zu aufregen, was die ADAC gemacht hat, aber im Prinzip ist es richtig. Gut, dann wünsche ich Ihnen angenehmen Feierabend und dann eine gute Nacht. Ja, ich hoffe mal, wir sehen uns nicht wieder bei der Staatsbank. Ja, das hoffe ich auch. Ja, was man da alles gehört hat. Jetzt mal eine Frage, warum gab es 3 Verletzte von der PA? Bei 50 PA gehe ich doch raus. Ja, aber die Umfänge das Ding ist, dass der Boden nachgegeben hat. Das ist oben alles eine alte Holzkonstruktion. Und wenn das dann irgendwann mal durchbricht, dann liegst du da halt auf dem Boden. Okay, gut, dann verstehe ich das. Dann würde ich mich jetzt zum ADAC begeben und dann mal schauen, was heute noch gibt. Alles soll ich dich fahren oder schaust du sie? Nee, ich bin noch nicht mehr verletzt. Achso, ich habe immer noch Blut verloren. Gib mal noch mehr. Ja, Blut verloren, aber... Ja, im Kopf. Nee, da bist du schon... Du bist schon safe. Nee, da habe ich immer noch Blut verloren. Da steht, du hast noch nicht mehr Blut verloren, aber du hast kein... Aber du blutest nicht mehr. Hast du noch so ein Pad oder so? So ein Wattebausch? Ich kann den Kübel geben, im schlimmsten Fall. Nee, ich hole mir dann selber eins. Danke. Okay, tschüss. Ach so, das Tor ist offen, sehr schön. So.
sehr schön. Gut, dann kann ich ja außer Dienst gehen. So. Tschüss. Na, noch bin ich nicht weg. Ich suche gerade die Tasche. Ja. Ach so. Na, ich war jetzt 3 Stunden im Dienst. Reicht. Warte, ich kann dir sagen, wie ich lange war. Ich bin gerade 3,5 Stunden im Dienst. Na, ist doch gut. Ja. Dann schauen wir mal. Tschüss. Ciao. So. Kurze entspannte Folge von einer Stunde. Ciao mit V, Robin. Tschüss.